Herzlich willkommen zum nächsten DDTV Topspiel der Woche, sponsert bei DDTV. Das Derby aller Derbys, der FC Schalke 04 empfängt die Borussia aus Dortmund, gesteuert von Dominik. Hallo. Moin, moin. Moin, moin. Ja, zuerst die Tipps, ja? Ich meine, das Hinspiel, wir wissen alle, wie es jetzt echt ausgegangen ist. Das war ein sehr interessantes, aufreibendes, spannendes Spiel bis zum Schluss, was vorher so keiner erwartet hat. Was tippst du? Ich tippe ein 3-2 für Schalke und hier ein 1-0 für die Heimmannschaft. Du bist das, ne? Ja. Also ich finde Schalke ja in echt eigentlich ganz gut, aber also Dortmund hat ja auch eigentlich eine ganz gute Bilanz, seitdem Stöger da ist, aber es sieht halt alles nicht schön und souverän aus, ne? Die holen halt auch nur ihre Punkte. Deswegen gehe ich in echt mal mit 2-1 für Dortmund, die gewinnen das so, sie müssen sich revanchieren, weißt du, die Punkte haben sie in der Hinserie liegen lassen. Und hier ein 1-1. Wobei in letzter Zeit immer viele Tore bei uns gefallen sind, mal schauen. Ob wir verteidigen können. Könnte daran liegen, dass wir nur Flaschen in der Verteidigung hatten. Ich meine, nicht nur das letzte Spiel. Viele Spiele waren jetzt torreich. Reus. Oh, ja, Naldo! Schön gemacht. Schön gemacht. Was war das denn? Ja, das war fair. Ja, nee, es war ein Foul. Marco! Ah! Marco, ah! Mein Freund. Hat er schon einen Führerschein? Nee. Harit. Verpasst den Abspielmoment. Ah, kommt er nicht durch. Komm, Schuss! Ey! Nö. Das finde ich echt komisch, dass du jetzt Batshuayi hast. Den hätte ich letztens auch gerne gehabt. Das war auch schon 3 Wochen nach seinem Wechsel, als wir da aufgenommen hatten. Da muss doch bloß schreien, dann pfeift doch der Schiri. Alter, wie der da ranzieht. Leiser. Nastasic, da rückt er mit auf. Schön macht er das. Oh, der blinde Burgstaller da vorne drin. Schön. Ey, nee, oder? Komm, Goretzka, wo bist du? Naja, der kleine Harit. Runternehmen jetzt überall da. Pflücken. Schmeiß das Ding los! Ich hab Bock, Alter! Grüße. Oh, shit. Und da kommt direkt der Pass. Und der ist scheiße. Ja, scheiß Flange. Scheiße! Oh, Bentaleb. Angeklammert. Bringt aber nichts. Guido! Ah, Roman. Ah. Kann's. Man kennt ihn. Ah, wenn er eine Chance vergibt. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ihrem Wettanbieter für sichere Wetten, Tipico. Ist Wodka aus reine Seele. Besser als wie man denkt. Ah, ein Schürrle. Ja, ein Rückraum, der war klar und... Oh! Ich raste aus! Sei du froh, dass du den nicht hattest. Da ist ihm der Kaktus vom Kopf vor die Augen gerutscht. Ach so. Ja, seine Frisur ist natürlich gemeint, ne? Oh, was ist gesucht? Oh. Ein Schalker. Oh, oh hey! Doppelter Auerbach-Salto mit Zweifachspirale. Ah, ein Daniel. Ah, ah, ah. Oh. Muss man ganz klar sagen. Oh. 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 Zu. Oh, da liegt er wieder. Hat Zahnprobleme. Ey. Was ist denn jetzt für... Ey, fahr mir mein Torwart, Arschloch. War halt niemals einer von denen. Ich hab nur gesehen, dass seiner lag und nicht mein Torwart, aber gut. Es hat auch keiner von uns mehr was gedrückt da zu dem Zeitpunkt. Es sind einfach 2 CPUs über den Haufen gerannt. Ey, das ist ja wohl ein ganz klares Ding. Das wird jetzt ein ganz klares Ding. Ach, steht der da. Daneben so! Oh! Ach, da ist doch ein Roman. Bruno Bianca. Wenn er verletzt ist, kommt Roman. Der ist ja vollkommen neu. Burgstaller, Guido! Ach,
Wie heißen Sie? Ich bin der Burgstaller Guido. Ach, geh doch hin. Schöle jetzt. Mann, Mann, Mann. Ah, der Schöle. Oh, ich gehe heute zu lange. Mama, ich muss Schluss machen. Nein, kein Vorteil. Lauf doch durch. Oh, ich raste aus. Ich tick aus. Sie hält mich am Holen. Ey, pfui. Hin und her, ey. Ha, eine Halbzeit gewechselt. Typisches 0-0-Spiel bis zum 1-0. Ein Schalker. Who will win? Ey, wie kann so ein easy Ding reingehen? Der Leon geht auf Auswärtstour, auf Abschiedstournee. Nö, du pass mal auf, jetzt kommt der andere Roman. Ole, FC Schalke. Schalalalalala, schalalalalala, Schalke 04. Schalalalalala, schalalalalala, Scheiße 04. Ey, Alter, ich riss. Guido. Uneigennützig, wie er ist. Harit, Harit. Ey, und dann so ein Pass. Ja. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht mein Reisepass, Alter. Das ist einfach nur ein Personalausweis, war das. Alter. What a great. Oh, geht's da noch ab hier? Gegen Toprak. Ich da. Hier. Seitenwechsel. Ganz was? Unfaires Ding war das. Ganz unfaires Ding. So macht man das einfach nicht. Meine Güte. Wen haben wir hier? Ochipka? Was? Das hat denn der für Wert? Nee. Leon kann aber auch nicht. Oh, Leon kann Leon mach ja. Aber wenn ich den jetzt mit Leon mache, bin ich ziemlich gut, glaube ich. Die Werte sind gar nicht so pralle. Ah, ich gut gemacht. Rücken ist durch. Schulterblatt. Reinpumpen da. Wen haben wir da? Ja, mit Lauf! Jetzt mal Halbzeit da. Ja, fast auch, danke. Eigentor hab ich gerade verstanden. Love, love changes everything. Auf geht's. Kinders. Mach was. Oh, zieh doch an. Ich zieh dich jetzt hier aus, die Lederhosen. Falscher Verein. Oh, oh, oh. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt, der Gegner hat den Ball. Jetzt André. Ups. Kennst du nicht? Man nennt ihn auch den schwarzen Kugelblitz. Die Betonung lag hierbei auf Kugel. Klarer Einwurf für mich, die gelbe staube ich ab. Ja, das Doppelpassprinzip ist so da. Schön. Bis du zu Burgstaller spielst. Ja. Er kann genauso gut angreifen wie alle anderen Österreicher der Geschichte. Als ob. Als ob. Rett. Halt dein Maul. Geh den weg da. Danke. Nix der Mann. Och, früh. War aber nichts. Schön war der. Oh, und wie er den riecht. Boogie. Ja, ist leider nicht ganz angekommen.
Brauch sie nicht pfeifen! Jetzt wollen wir mal nicht unfair werden im Derby! 4 zu 4 Fouls, ja, so stand's auf dem Scoreboard nach dem letzten Spiel in echt. Marco, A. Naldo, A. Fehlt was, A. Scheide. Naldo, Junge! Mann, 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 der Schürde, kann der nichts oder was? Oh, das gibt Rot und Elfer, scheiße! Er gibt den Elfer für Dortmund. Oha. Ich muss aber ganz schön einstecken in dem Spiel. Unfair, ey. Oh, der hat echt die Karte gezückt. Lächerlich ist das. Hast recht. Verstehe auch nicht warum. Oh, der hebt aber auch immer ab, ey. Was? Ich hab Caligiuri im Team? Das wusste ich ja nicht mal. Ja! Alter. Der war schon fast weg. Geflogen. Ich habe auch eigentlich nach rechts gelenkt und dann war ich Brain aufgehauen und habe einfach aufgehört zu lenken. Was? Ja, komm. Mario. Presswurst. Weißt du, sonst springen die immer so in eine Ecke und ziehen die Füße so extra ein, dass sie den reinlassen. Und da, die Füße waren schon fast weg, aber zum Glück hast du noch getroffen. Fähr man den erstmal rausgekratzt da. Leon! Au. Hat er gelauert. Er will noch eins. Gut, dass ich den ins Offensive gepackt habe und nicht zentralen gelassen. Hier, da geht er nämlich wieder. Schöner Rückpass. Oh, der war mutig. Ja, war auf jeden Fall so geplant. Jetzt bin ich natürlich in Unterzahl. Ne? Tunnel. Nein, du gehst. Oh Mann, der geht erstmal geil auf den Ball, rennt der Ball vorbei, Ball, den checkt mit der Brust. Breastcheck, Junge. Oh Gott. Hadi. Ach, scheiße. Noch nicht ganz so torreich hier. Ja, ich komme auch irgendwie nicht zu meinen Chancen. Oh, so Flakiss, Alter. Der Gegner ist faul, bleibt stehen und hat dadurch den Ball. Okay. Was war das denn? Weiß ich nicht. Pass gedrückt. Jetzt aber Pulisic! Jawohl! Der Ralfi! Alfi! Eigentlich direkt Willy auswechseln, Alf, ne? Aber ich gebe dir nochmal eine Chance. Really? Alf! Oh, Max Meyer hier gegen Sokrates gewinnt das Kofferduell. Beziehungsweise holt einen Abstoß raus. Jawohl. Komm, Gegner! Jawohl. Oh, 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 oh. Oh Mann, der Sokrates bleibt immer stehen, ey. Gut, ich mach die auch scheiße, aber trotzdem. Oh, nein, Leute. Ey, ohne Witz, man kann das so schlecht einschätzen, ne? Oh, dreht er sich in die andere Richtung, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Christian. Lol, also. Oh, gelb. Gibt eigentlich nochmal Elber, oder? Ich hab schon gekämpft jetzt hier zum Schluss. Der Kehrer ist echt auch ein guter. Leider noch nicht ganz so gut gerated hier. Oh, da zündet er die Hacke. Hatschen gelb. Ey, geh doch hin, bitte. Bitte, bitte, nicht so feste. Ins Gesicht. Mama. Ich bin wieder so nass mit dem Tor verdient. Nein, 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 nein. Nein, 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 da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Oh! Hinter! Ecke für den BVB. Ecke. Oh, hin, Naldo! No! Oh, Wie
war es? War das kein Abseits? Nee. Eva! Bitte! Affair. Bitte! Hier kein Wunschkonzert. Abseits. Oh, spielt aber Abseitsfall oder was? So. Da bringst du mich auch eine Idee. Geheimrezepte. Oh, schön gekreuzt dort durch. Ah, scheiße. Wenn ich vor Schluss nochmal rot kriege, kann ich sagen, ah, mit zwei Spielern weniger hier gewonnen. Oh nein, du hau da oben, Junge! Nur deine hüpft. Ah, was? Der lässt durch! Was? Ja! Och, fair, Mann! Warum guckst du dir das nicht an, weil es peinlich ist? Den von da direkt mit rechts und dann noch an Fährmann vorbei, ey. Also, Dortmund schießt hier zwar nicht vier Tore, wie Schalke im Hinspiel, aber trotzdem der Last-Minute-Ausgleich. Revanchiert sich also im Groben und Ganzen so ein bisschen. Oh nein. So, Siegtreffer würde jetzt so vier Tore aufholen, nochmal zunichte machen. Alter! Da ist er! Ich bin aber auch immer einen halben Schritt zu spät gerade. Der war schön. Der gefällt mir. Den gucke ich mir auch nochmal an. Ja, guck mal. Da Fuß zu spät, Naldo Fuß zu spät, da Fuß zu spät. Die müssen wir hier Fußverlängerungen machen. Oh, scheiße. Ja! Ah, ein Schalker. Ja, also, interessantes Derby. Late-Time-Derby. Mal schauen, wie es hier nicht ausgeht. Das Orakel sagt 2-1 für Dortmund. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.